Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Paulus schreibt in diesem Brief an die Römer darüber, dass man Gott in der Natur erkennen und ihn dort auch entdecken kann. Die Natur hat mich, man kann sagen, schon immer fasziniert. Und es ist kein Zufall, dass ich vor rund 30, 35 Jahren Landespflegestudium gemacht habe, Schwerpunkt Landschaftsökologie. Und was hat mich fasziniert? Ihre Vielfalt, ihr Reichtum an Arten, an ihren komplexen Ökosystemen, die wir heute in der Natur Gott sei Dank immer noch vorfinden. Und dass uns immer wieder Neues und Verblüffendes auch in der Natur begegnet. Natur ist, so kann man eigentlich sagen, ein großes Geschenk an uns Menschen. Und darin entdecke ich Gott. Ich bin im Sommer öfter, man kann sagen, eigentlich regelmäßig in Südtirol. Und wenn man da die Chance hat, in der Abgeschiedenheit der Bergwelt unterwegs zu sein, dann fällt eigentlich bei mir alles wirklich ab an mir. Und das ist für mich wirklich ein großes Erlebnis, in solch unberührter Natur dann auch unterwegs zu sein. Es gibt mir Kraft, wenn ich da stundenlang auch oftmals auch allein in den Bergen unterwegs sein kann. Und wie gesagt, man findet mal wieder zu sich selbst. Man kann es übrigens auch hier in Baden-Württemberg erleben. Beispiel, wer mal vom Ruhestein zum Wilden See durch den neuen Nationalpark im Nordschwarzwald durchwandert, der versteht, was ich da damit meine. Nämlich in diesem dicht besiedelten Land in Baden-Württemberg kann man auch noch das Naturerlebnis wirklich selbst auch erleben. Das ist durchaus selten geworden in einer ansonsten von Menschenhand über Jahrhunderte hinweg gestalteten Kulturlandschaft. Die Natur, unseren Schatz zu bewahren, das war und ist eines der grünen Kernanliegen schon immer gewesen und wird es auch immer bleiben. Sie ist immer noch vielfältig bedroht von uns Menschen. Zuletzt hat es auch Papst Franziskus in seiner ja wirklich mittlerweile weltweit bekannt gewordenen Enzyklika Laudato Si auch nochmal deutlich gemacht und darin, wie ich finde, sehr prägnant über die Folgen der verheerenden Umwelt- und Naturzerstörung auch nochmal vor diesen Folgen gewarnt. Gott hat uns Menschen die Freiheit gegeben, man kann sagen, eine Freiheit in Verantwortung. Und das bedeutet, dass wir die Schöpfung in ihrem ganzen Reichtum auch bewahren sollten und sollen. Wir sind nun mal nur Gäste auf dieser Erde. Und ich möchte, dass auch meine Kinder und meine Enkel, wenn es mal welche geben sollte, dass die auch noch eine intakte Natur erleben und auch eine intakte Natur genießen können.